Moin moin Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Killzone Shadowfall Multiplayer. Wir spielen heute mal als, ich sag mal, MG-Schütze. Das könnte vielleicht ganz gut laufen, obwohl ich bin mir nicht sicher. Ich möchte, glaube ich, mit dem Holo spielen, weil hier in der Fabrik ist das so eng, da lohnt sich so ein ACOG-Visier nicht unbedingt. Wir spielen Warzone, das heißt ein bisschen missionsbasierter. Ich finde das reine Deathmatch etwas langweilig und auch etwas unübersichtlich und vor allem sehr gezerge. Ich wollte es gerade eben spielen, es war aber echt katastrophal, vor allem was sich mein Team denn da jedes Mal abgeleistet hat. Weil die ganze Zeit sich irgendwo nur in der Ecke bekämpfen gegenseitig und dann über das krasse Gezerge da rauskommt, ist es nicht so lustig. Was? Ach, das war das gegnerische Basislager. Ja, perfekt, da bin ich richtig gut gelaufen. Ich dachte, das wäre mein Lager, aber ich bin wohl irgendwie bei den Gegnern direkt gespawnt. Jetzt spawnen wir aber auf jeden Fall in meinem Lager und können jetzt auch in Richtung Gegnerlager laufen. Das weiß ich auch. Kann mich ungefähr orientieren. Das ist das Problem, wenn man nicht von Anfang an der Runde dabei ist. Kratzen wir den mal auf. Wo hier außen rum laufen, lohnt sich meistens nicht. Verdammt, wir haben uns gegenseitig getötet, oder was? Könnte sein. Ich habe ihn umgebracht, er hat mich umgebracht, naja. Trading. Gibt es sogar hier. Gut, das ist nicht so extrem wie im Battlefield oder so. Im Battlefield 4 killt man sich eigentlich dauerhaft nur gegenseitig. Oder gut, dauerhaft wäre jetzt echt übertrieben, aber schon sehr oft. Na. Wie ich Mr. Okay, das ist mein Freund. Er beschießt auch nur seine Freunde. Alles gut. Was ich vorhin schon erzählt habe, oder zumindest sagen wollte, es soll angeblich, oder zumindest was ich in der letzten Zeit ab und zu mal in der News gelesen habe, für Killzone Shadowfall gratis Maps geben, also gratis DLC, Multiplayer DLC mit ein paar Maps. Und ich bin noch mal gespannt, wann die kommen, weil bis jetzt ist noch nicht genau raus. Bis jetzt noch nicht genau hundertprozentig raus, wann die denn letztendlich auch rauskommen, weil ich frage mich immer, wann dann das Datum dafür ist, weil das Einzige, was da jetzt mal gepostet wird, ja, es kommt ein Multiplayer-DLC mit 2 Gratiskarten, es kommt, glaube ich, auch ein Multiplayer-DLC, der dann Geld kostet, ob ich für den dann kaufen würde, mal schauen, aber auf jeden Fall würde ich gerne diese 2 neuen Gratiskarten haben, ist aber, glaube ich, noch kein Datum dafür rausgegeben worden. Also ich bin mal gespannt, wann die letztendlich da sind. Ich denke mal, spätestens, wenn ich dann 2 GB Update oder so laden muss, dann weiß ich, dass sie da sind. Lass mal die OP-Drohne werfen. Fuck! Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Der Typ ist einfach über mich drüber gefahren. Also wir müssen, hätten ihn auch echt umbringen müssen. Warum läuft er eigentlich mit der Barke in die Gegner rein? Macht er dann mehr Schaden oder so? Oder hat er einfach einen Schaden, dass man mit der Barke in die Gegner reinrennt? Ja. Und versuchen sie mal, sie zu schnappen. Ist irgendwo hier rechts außen. Ich laufe jetzt einfach mal straight hin, ohne nach rechts und links zu gucken. Das ist keine so gute Idee, glaube ich. Aber was willst du machen? Nein! Nein! Da kamen wir von hinten. Habe ich leider nicht mitbekommen. Aber wir können mitten auf der Map spawnen. Ich glaube sogar in der Nähe der Barke. Das heißt, wir können die einsammeln. Die neuen Maps sahen auch echt ganz lustig aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo bin ich hier? Ich dachte, das wäre ein Gegner, weil der so auf mich geguckt hat und geschossen hat. Ein Verrückter. Ah! Oh Gott! Oh Gott! Ich war doch vor dem Geschützturm die ganze Zeit. Und der hat nicht geschossen? Und dann schießt er... manchmal bin ich ein bisschen verwirrt. Weil der stand davor, er schießt nicht, er schießt. Und denke ich, ja, der ist vielleicht von mir oder so. Und dann fängt er natürlich an, mich umzuschießen. Alter, wo kommt der denn jetzt her? Und überfährt da von hinten alle. Ich finde es zumindest für mich ist es etwas unübersichtlich, dieser ganze Multiplayer, hin und wieder. Wo? Was
war denn das jetzt schon wieder? Der ist aufgeplöppt und dann ist er instant wieder weggeplöppt. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sehen kann. Naja gut, ich habe ihn mitgenommen. Er hat mich mitgenommen mit seiner Granate. Dieses dumme Nate-Gespamme. Gut, das ist nicht so. Es ist auch nicht so extrem wie in manchen Battlefield-Teilen. Ja, mit dem Nates-Gespamme. Das ist gut. Das Gute ist, dass man nur eine Granate hat und die sich auch verdammt nochmal nicht auflädt. Es gibt keine Munition. Ach, das ist das scheiß Lager schon wieder. Okay, das hätte ich erkennen können. Das ist das Problem, wenn man hier mitten auf der Map spawnt. Ich finde diese Map, die macht mich wirre im Kopf, weil die so unübersichtlich überall nur Metallkacke ist. Da gibt es echt bessere Maps, wie ich finde. Aber die Map wird hier wohl nun gespielt. So, was müssen wir machen? Suchen und zerstören. Wir müssen aber verteidigen, alles klar. Und den Geschützturm hier auseinandernehmen. Fuck. Wieso leuchtet der so aus? Der wurde von der EMP-Granate, glaube ich, getroffen. So. Hier sind so viele Spawnpunkte gerade. Was ist denn hier los? Normalerweise werden hier doch auch nicht so viele Spawnpunkte irgendwo hingestellt. So. Ah, verteidigen. Okay, wir versuchen es. Da laufe ich in die Gegner rein. Es gibt jetzt auch wieder keine wirkliche gescheite Kampflinie, wenn die von überall herkommen. Muss hier weg, muss hier weg, muss hier weg, muss hier weg, muss hier weg. Nein! Oh, der hat einfach ein Knife gedrückt, ey. So. Jetzt spawnen wir da. Und dann versuchen wir uns vielleicht mal auch vorher ein, zwei Sekunden zu orientieren, wo ich hier überhaupt bin. Da vorne ist ein Geschützturm, der schon wieder das halbe Team auseinander nimmt, so habe ich das Gefühl. Naja, wenn der dieses komische Zug da durchfährt, dann kann ich auch nicht viel machen. Oh Gott! Der Effekt von der EMP-Granate ist immer noch ziemlich awesome. Scheiße, ich habe den nicht gesehen mit der Kack-Granate. Aber ich habe den einen habe ich mitgenommen, oder war das nur gerade eine Vorlage? Bin mir da jetzt nicht so sicher. So, wo kann man spawnen? Spawnen oder ein bisschen weiter vorne? Hier. Hier. Warum auch immer hier? Oh Gott! Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Aua, 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 aua. Aua, 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 aua. Das hat wehgetan. Verdammt, was campen die denn bitte da unten auch? Warte, war das dort? Ja. Na, wenn ich mich jetzt dort nochmal spawnen kann, dann stelle ich mich dahin und hole mir die jetzt hier unten. Vorhin waren die hier unten oder hier links. Jetzt sind sie natürlich nicht mehr da. Und überfahren mein Team von hinten. Weil sie an B ran wollen. Dort. Und mal gucken, ob er an B rankommt. Alter, die ist so mitten zwischen die Leute da geflogen. Ah! Ah, irgendwas brät mich hier. Okay, der Geschützturm. Ich weiß nicht, ist das für euch beim Zuschauen nicht auch etwas unübersichtlich? Man läuft irgendwo rein und keine Ahnung. Ich habe für Leute, die das Spiel hier selbst nicht haben und nicht spielen, ist das, glaube ich, wirklich ein bisschen unübersichtlich. Vielleicht für die Leute, die sich mit Multiplayer hier ein bisschen länger beschäftigen, ist das vielleicht alles selbsterklärend auf der Map, aber die Map mit den ganzen Gängen und ständig laufen Leute vor dir oder hinter dir vorbei. Aua. Aua, da kommen welche hoch. Verdammt! Ich laufe nur noch hin und sterbe. So, wo spawnt man hier? Oh, man spawnt in seinem Selbstmord. Oh Gott, ey, Leute. Wo stellt ihr eure scheiß Spawnbarken auf? Wo komme ich hier raus? Ich hoffe, irgendwie gescheit. Oh Gott. Okay, der ist draufgegangen. Wir müssen B beschützen. Der Dual-Shock-Controller ist fast leer. Ja, der geht immer leer.
Was mäht mich denn da jetzt schon über einen Haufen? Noch ein Geschützturm? Alter. Die mit ihr so Geschützturm. Geht mir gerade voll auf den Sack in diesem Spiel. Ich kann gerade nicht ausrasten, aber. Ja, ist okay. Tötet mich. Wenn es euch glücklich macht. Alles gut. Freut euch an meiner Granate. Ja, wir haben gewonnen. Hat sich gelohnt. Es ist doch ein Freund. Warum sterben die auf jeden Fall wieder alle? Aua. 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 Weg hier. Oh, ja, 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 eine Granate. Boah, da konnte ich auch nicht mehr wegrennen, ey. Dieses Spiel macht mich gerade furchtbar aggressiv. Nicht meine Runde, definitiv nicht, aber... Hoffen wir gleich, dass gleich eine bessere, gescheitere Map kommt. Und den haben wir wenigstens supported. Da hinten ist schon wieder so ein Geschützturm, das sieht auch keiner. Er könnte hier mal vielleicht aus dem Weg gehen. Und auch andere Spieler kommen da. Der Geschützturm ist unzerstörbar, habe ich das Gefühl. Und jetzt brät mich auch schon wieder irgendwas von der Seite oder so. Man müsste hier echt viel vorsichtiger um die Ecken gehen oder so. Aber dann habe ich auch die ganze Zeit das Gefühl, dass jemand gleich mir von hinten irgendwie entgegenlaufen würde. Ich sehe kaum was, ich sehe nur einen Namen. Aua. Wir suchen jetzt irgendwie mal ein C zu uns. Aua. Ich würde gerne an C rankommen, aber ist nicht so einfach. Was? Genau das. Man steht mitten zwischen all seinen Freunden und irgendjemand kann da einfach durchrennen und messert dich. Oh. Deswegen habe ich Angst, mich irgendwo hinzusetzen und gescheit langsam um die Ecken zu gehen, weil jede Sekunde, die ich stehen bleibe, ich habe Angst, dass mir jemand in den Rücken läuft. Am besten sollte ich mich wie ein Brummkreisel drehen oder so. Ich meine, man hört es hier leider in dem Spiel auch nicht wirklich gescheit, weil hier so viel Schüsse halt abgehen, gerade wenn man selbst schießt. Ist das gar nicht so einfach. Oh, sind da viele. Und du rennst mir voll in mein Schussfeld. Und der wirft einfach eine Granate rein. Ah! Okay, das ist diese Bratgranate, oder? Ich glaube, ich darf nicht in das grüne Scheiß rein. Okay, der hat sich selbst gebraten oder so. Auf jeden Fall so umgefallen. So, hier können wir mal einen retzen. Yeah, wir haben gewonnen. Lag diesmal wohl nicht an mir, weil ich bin ja echt rumgelaufen und jedes Mal nur weggestorben. Der Wald, ist der Wald gut? Ach, es geht so, finde ich. Der Park würde ich eigentlich lieber spielen. Oder die Teilung. Die Teilung war auch okay. Die mit ihren tollen Moves, die kaufe ich mir auch nicht. Naja, auf jeden Fall, das war eine relativ chaotische Runde. Ich hoffe, ihr seid mit bei der nächsten Runde dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in der nächsten Runde, die dann hoffentlich etwas besser laufen wird. 11:20.